So, da sind wir auch schon wieder. Folgt mir! Fragt mich nicht, wo wir jetzt genau waren. Ah ja, stimmt, wir wollten jetzt hier dann weiterrennen. Und ja, da kam schon die nächste Begegnung. Ja. Gott, was die einen verdammten Schaden drücken an dem armen Kerl. Die Leni kann dann mal jetzt hier ordentlich durchheilen. Einmal die Nischka und ein paar Mal ihn. Ich will einfach nicht sterben. Sofort stehen bleiben. Geht doch. Hölle, Hölle, Hölle! War das in Ordnung? Alle sofort stehen bleiben. Nur noch den hier, dann müssen wir es haben. Alle sofort stehen bleiben. Alle sofort stehen bleiben. Yes! Level up, das ist doch was Schönes. So, dann mal kurz einen strategischen Rückzug. Und dann mal gucken hier. Stufenaufstieg. Lass mal gucken, mit was müssen wir eigentlich jetzt als nächstes aufsteigen? Mit Kleriker, okay? Jawohl! Stärke! So. Diplomatie haben wir jetzt auch eigentlich schon genug. Machen wir einfach mal empfohlen, ja, Konzentration wie in den Spells, die wir wahrscheinlich eventuell früher oder später in-game noch machen werden. Kämpfer, der, ja. Was haben wir bei dir rein? Stärke, ja, komm. Gute Frage. Empfohlen, was ist denn Beweglichkeit? Oh, das ist doch was. Ja, oder? Hätte ich jetzt so nichts dagegen. Ja. Ah, okay, die bekommt gar keinen Dingens. Aber die hat ja gut, okay. Machen wir empfohlen. Yes, geht doch. So. Dritter Grad machen wir dann. Einmal mehr das hier. Und beim vierten Grad. So. Ja.
Schon, wir haben ja schon hier. Aber egal. Machen wir noch einmal gerade durch. Ich höre. So und so. Ich kann müsste fertig sein, ich kann die dann schon mal umschauen hier. Und ich hätte auch eigentlich gern, dass sie sich immer zahnt. Geht das, geht das, geht das, geht das, geht das, geht das. Ja. Ja? So. Halt wenigstens nicht einer, also... Hat wenigstens der zweitstärkste DD gleich angegriffen. Kacke, 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 kacke. Oh ja. Jetzt böllert die Elaine hier richtig rein. Haut ganz schön rein. Tada. Okay, aber irgendwie sind wir jetzt immer noch nicht komplett dort, wo ich gern wäre. Oh, wo kommen die denn her? Okay, dann hätten wir ja, wo gehen wir jetzt lang? Hier? Ich bin gerade leicht verwirrt. Wo geht's lang? Ah ja, scheinbar richtig zu sein. Speichern wir noch gerade. So. Ach, die Mauer, okay. Ich glaube, wir hätten sollen vorher noch richtig durchbuffen sollen und sämtliche Spells von ihr. Aber egal. Nehmt ihn mit, ich brauche ein paar Antworten von ihm, bevor ich ihm die Zunge rausschneide. Er kommt mit mir. Ah, ihr seid also diese Person, die mir so viel Ärger macht. Ich dachte, die Geschichten von einem kompetenten Mitglied der Wache seien nur Märchen. Gut gemacht, nicht gar, um meine Leute zu verängstigen. Es ist lange her, dass ich jemanden im Kampf getötet habe. Es hat mir gefehlt. Nun seid ihr hier, um den Verlust auszugleichen. Ich bin schwerer zu töten, als ihr denkt. Ich wünschte, ich könnte mir Zeit für euch lassen, aber ich habe es eilig. Okay. Das dürfte. Zwerg. Ah, der geht ja auch relativ schnell tot. Ich würde gerne vorbei. Okay. Alles klar. Das war einfacher als die Kämpfe vorher. So. Ich danke euch für euer Eingreifen, aber die Gefahr ist noch nicht vorüber. Ihr müsst mich in Sicherheit bringen. Denkt ihr an einen bestimmten Ort? Hauptmann Prelana. Moya gehören vielleicht die Docks, aber selbst sie wird nicht die Truppen haben, um die Wache hier im Handelsviertel anzugreifen. Ich habe ein paar Fragen, ja stimmt. Warum habt ihr Moya verraten? Glaubt es oder nicht, ich tat es aus Schuldgefühl. Ich sah, was sie zu tun versuchte, wohl noch bevor sie selbst es wusste. Ich trage zu viel, um mich zu
Wenn die Behörden versuchen würden, die Docks zu übernehmen, würde das nur Elend nach sich ziehen. Und ich befürchte, dass ein Krieg zwischen Moya und der Wache schlimmer wäre als ein Krieg gegen Lasken und noch verheerender für Neverwinter. Und so habe ich der Wache Informationen zukommen lassen, in der Hoffnung, Moyas Pläne zu untergraben. Okay, legen wir los. Oh, das ging ja schnell. Das habt ihr gut gemacht, Leutnant. Phyllis steht wieder unter unserem sicheren Schutz. Ihr werdet für eure Anstrengungen für Neverwinter belobigt. Da die Sache jetzt geklärt ist, können wir uns vielleicht einmal Problemen außerhalb der Mauern Neverwinters zuwenden. Die Docks wären nicht so wichtig und nicht so verlockend für Diebe, wären die Handelswege um den Sumpf nicht so gefährlich. Und jetzt ist auch noch ein Abgesandter aus Tiefwasser verschwunden. Was kann ich tun, um zu helfen? Ich kann nicht genug betonen, wie belastet der Handel jetzt ist. Und dieser verschollene Abgesandte ist keine Hilfe. Wenn sich die Beziehungen zu Lasken außerdem weiter verschärfen, könnte es ohne das Wohlwollen Tiefwassers kompliziert werden. Ich fürchte, er ist vielleicht an die dort hausenden Orkstämme geraten. Okay. Warum glaubt ihr, sie hätten ihn noch nicht gefunden? Üblicherweise verlangen die Stämme Lösegeld. Doch wurde bis jetzt nichts verlangt. Daher hege ich den Verdacht, dass sie ihn nicht gefangen halten. Aber das könnte sich rasch ändern, daher müsst ihr die Angelegenheit so schnell wie möglich untersuchen. Okay. Wir machen uns Wenn auf ihr den am Weg. Alten Eulenbrunnen einen Hinweis auf den Abgesandten aus Tiefwasser findet, lasst es uns wissen. Wir brauchen die diplomatischen und Handelsbeziehungen zu Tiefwasser. Besonders in diesen schwierigen Zeiten mit Lasken. Ich werde woanders gebraucht. Kommt wieder, wenn ihr den Abgesandten aus Tiefwasser gefunden habt. Dann reden wir weiter. Okay. Mal gespannt, wie lange ich diesen Debuff da noch hab. Machen wir es halt so. Tada. So einfach macht man sich's. Buffs for the win. Okay. Schwarzseeviertel. Stadtausgang. Ich glaube, das ist eher was für uns. So, das heißt also, die Hoffnung braucht man noch nicht aufzugeben. Wir können immer noch irgendwie Schaden machen. Irgendwie. So langsam wird's. Dann mal auf zum alten Eulenbrunnen. Da können wir sonst mal irgendwo hin. Da waren wir ja schon. Friedhof und die Sumpfhöhle. Komm, das will ich mal jetzt probieren. Da will ich mal um den Spaß mal wieder hin. Ich trage. Hör auf zu jammern, mein Gott. Da gab es ja noch diese eine besagte Höhle, wo wir so derb gestorben sind. Und da würde ich einfach gerne mal hin. Also ja. Auf geht's. Und ich glaube nicht, dass wir für die jetzt großartig durchbuffen müssen. Wahrscheinlich erst für den Kerl in der Höhle. Ja, den hier bekommen wir nämlich ziemlich schnell down. Erfahrungspunkte 17, naja. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt hier auch, wenn wir den Kerl dort killen. Fallen ja um wie sonst was, ey. Haltet mir den Rücken frei. Da hab ich auch nichts dagegen. Ist relativ schnell verdiente EP. Haltet mir den Rücken frei. Und ja, die Nischka kann ja hier nochmal die Truhen öffnen, stimmt. Das sind jetzt auch mal Gegner, die kann ich auch killen. Oh ja, Geld kann man immer gut kaufen. Ja. Weil der Zwerg, der schneidet ja da wie ein Messer durch Butter hier.
den Kampf! Ja, ich liebe das, wenn es, also an manchen Stellen hat das Spiel noch, immer noch so viele Bugs. Beziehungsweise so ein nervtötenden Bug. Na, so geht's auch. So, rasten wir jetzt hier gerade. Ah, den da hinten kann man noch mal töten. Und die EP lasse ich mir nicht entgehen. Weil EP ist ja schließlich EP. Nimm das! So, das waren aber jetzt, glaube ich, alle, oder? Oh ne, da ist noch was. Haltet mir den Rücken frei! Haltet mir den Rücken frei! Ja, der geht ja auch relativ schnell tot. So. Lässt du noch irgendwas droppen? Nö, ne? Okay. Ach, die haben aber noch was droppen lassen. Auch gut. Spinnengiftdrüse, ob wir die gebrauchen können. Ah, da hinten ist ja auch noch was, was ich übersehen habe. Ah, das hat jetzt aber 33 EP gegeben. Okay, auch nicht schlecht. Sage ich auch nicht nein zu. Bin ja mal gespannt, wie viel EP dann der Kerl da drin gibt. Weil da rasten wir lieber erstmal. Und los geht's. Spiel wird geladen. Eine Falle. Ja. Ja. Attacke! Weil jetzt sollten wir wirklich gerüstet sein dafür. Hoffe ich mal. Dann mal los. Das funktioniert ja bis jetzt richtig gut hier. Ich will noch gerade abspeichern. Nicht, dass ich nachher aus welchem Grund auch immer hops gehe. Das wäre relativ kacke. So. Haltet mir den Rücken frei! Nimm das! Okay, nein, ich glaube, wir müssen da lang, um weiterzukommen. Ja. Ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Die kämpfen ja schon wieder ohne mich. Das ist aber lieb von denen. Ach. Ah ja, ne? Jetzt bekomme ich dich schon eher tot. Jetzt bekomme ich dich richtig locker tot. Und 47 EP hat er gegeben. Boah. Nicht schlecht. Oh ja. Ist das einhändig? Ja, ne? Ja. Soweit, so gut. Wie kann ich euch helfen?
mit dem Feuer, ist ja klar. Ah, das kann sie gar nicht tragen, oder wie? Ach so, okay. Okay. Ja? Aber ich kann das Ding tragen, das ist ja richtig gut. Ich glaube, das war's auch schon hier in der Höhle. Da hinten ist noch eine Truhe. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Wo ist die denn jetzt schon wieder? Ja. Kann die denn nicht einfach einmal hinterher rennen? Ja. So. Ja. Bis 20 x2 Bildstraffer x2, ich glaube, das ist besser, oder? Ich weiß es nicht. Aber hört sich auf jeden Fall schon mal cool an, die Waffe. Wunderherrlich, so. Es war dann doch gut, dass ich hier nochmal hergekommen bin. Ah, da hinten ist noch wer. Folgt mir! Ihr werdet es bereuen, uns begegnet zu sein. Haltet mir den Rücken! Hier da vorne war mal jemand. Ist hier noch irgendwas? Waffenständer. Die kann man immer gut mitnehmen. Die ganzen Waffen hier. Habe ich nichts dagegen. Ist wieder Zeugs, das man verkaufen kann. Das gibt auch wieder gut Geld. Warte, naja, ich würde sagen, wir machen dann für heute Schluss. Und in der nächsten Folge gehen wir dann endlich mal zu diesem Eulenbrunnen oder was es war, wie er hieß. Ich weiß es nicht mehr. Und suchen nach diesem einen Informanten oder Gesandten. Ich hab's schon wieder vergessen, was es war. Abgesandter. Ist das schon wieder das Echsenvolk hier? Also wir schlagen uns noch raus und dann, ja. Oh, das ging ja. Ich kümmere mich darum. Ich will gar nicht wissen, wie viel EP wir ansonsten immer so bekommen. Wenn wir jetzt hier schon 33. Gut, so viel ist das ja gar nicht, oder? Müsste ich jetzt wissen, wie viel ich sonst immer bekomme pro Kill. Weil die hier sind ja wirklich nur tot. Die gucke ich einmal schief an und dann sind sie weg. Haltet mir das an! Aber es wäre eine coole Sache, wenn ich mich dann hier irgendwie hochfahren könnte. Weil die scheinen ja immer gut zu respawnen. Diese Kerle. Ach, und da vorne ist wieder eine Truhe. Nimm das! Will jemand kämpfen? Kommt schon! Folgt mir! Können wir jetzt auch mal wieder zurück hier? Ach, da liegt noch was. Hätte ich fast übersehen und vergessen. Was war denn jetzt das? Ach, es hat wieder rumgespackt. Wie so oft.
Da fliegen wir einfach hin. Alter Eulenbrunnen, reisen. Ja. Das sind Weißdisteln. Die können schlimmen Durchfall bescheren, wisst ihr? Hab ein Lied dazu gedichtet. Echter Ohrwurm. Weißdistel, Weißdistel in einer Reihe. Im Niewinterwald blüh und gedeih. Oh, seid gegrüßt. Tut mir leid, hab euch nicht da stehen sehen. Dachte zuerst, ihr könntet ein Wendersnaven sein. Aber ich kann euch sehen. Also wohl nicht. The fuck? Ein Wender, Snaven. Geht einem nicht leicht von der Zunge, also keine Sorge. Sagt's aber nicht zu laut, wenn ihr nicht sicher seid. Sie sind schnell beleidigt. In Ordnung. Dachte, ich kampiere hier draußen. Spiel ein Lied oder drei. Krieg vielleicht ihre Aufmerksamkeit. Hatte kein Glück, aber Glück ist, was man draus macht. Also hab ich hart gearbeitet. Ach, hab mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Grobner Gnomhand. Jetzt überlegt ihr bestimmt, wo der Nachname herkommt, was? Die meisten Leute sind deswegen irritiert. Sammler, Erfinder und Erzähler von Geschichten bin ich. Alle Gnomhands sind das. Bis auf die, die sie in Lasken erhängt haben. Und an was für eine Geschichte ich gerade arbeite. Allein das Schreiben ist eine Geschichte für sich. Oh, Backe. Oh, nein, nein, nein. Wann würde ich denn dann die Chance kriegen zu sprechen oder singen? Seht ihr, es fängt an mit einer Melodie. Zum Beispiel über diesen Busch oder die Wurzel oder die Wolke oder diesen Stiefel. Junge. Und nachdem ich den mechanischen Aufziehschild an meinem Latz befestigt hatte, habe ich ihn ausgelöst. Hat mich gut 30 Meter durch die Luft und gegen eine Mauer geschleudert. Ziemlich schmerzhaft, muss ich sagen. Aber was ich gelernt habe, war... Ja, so geht's mir auch gerade. Schnarrisch. Bei meiner Seele. Das Gequassel macht hungrig. Hab völlig die Zeit vergessen. Oh, was ist passiert? Ja, das frag ich mich auch. Oh, ihr habt so aufmerksam zugehört, dass ihr die Augen geschlossen und euch hingelegt habt. Ihr habt auch lustig gelacht an den richtigen Stellen. Und ich dachte, das wäre Schnarchen. Ich mache euch keine Vorwürfe. Ich vergesse die Welt, wenn ich eine Geschichte erfinde. Und wenn ihr euch mit geschlossenen Augen besser konzentrieren könnt, bitte. Ich kannte mal einen Magus, der... Habt ihr diesen mechanischen Aufziehschild noch? Oh, das ist eine Geschichte. Ich bin eine Woche lang O-beinig gelaufen. Und wie es der Zufall will, habe ich mir mit einem Blasebalg... auch darüber können wir unterwegs reden. In Ordnung, aber haltet den Mund. Das würde ich so gerne sagen. Wenn ihr mitkommen wollt, nun gut, dann folgt mir. Ausgezeichnet! Oh, ihr werdet es nicht bereuen. Jedenfalls nicht dazu. Aber eigentlich bin ich so mit den ganzen relativ, obwohl, können die nicht, können wir auch, nein, wir brauchen Schurke wegen den ganzen Dingern da. Und die Eleni ist mir lieber als die Crawler und der Grobner Bade, ich weiß ja nicht. Und ich würde sagen, wir speichern hier einfach. Und ja. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Tschüss.